So, meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt, um in einer sehr kurzen Zeit, ich denke, wir werden unter einer Stunde bleiben, ein komplettes Schwarzrepertoire gegen erstens D4 zu lernen. Viele Leute haben ja Probleme mit erstens D4, weil man meistens, gerade am Anfang, häufiger auf erstens E4 trifft. Und es gibt so viele Möglichkeiten, aber die meisten sind sehr groß und nicht leicht einzustudieren. Also versuchen wir heute was Kompaktes zu lernen. Und die Variante, von der ich spreche, ist D4, D5, C4, C5. Ich erkläre es euch gleich. Es ist im Prinzip ein Komplettprogramm, bei dem Schwarz so gut wie gegen alles Bau nach D5 und Bau nach C5 macht. Klingt erstmal blöd, weil Weiß ja zuerst Druck macht. Aber es funktioniert so halbwegs. Und es ist eine Variante, die zuletzt von Weltklasse-Spielern aufgegriffen wurde. Schachjah Mamedjarov, der Weltklasse-Mann aus Aserbaidschan, spielt schon lange so. Zuletzt hat auch Hikaru Nakamura, wie vielleicht schon mal gehört, die Nummer 2 der Welt, angefangen so zu spielen. Und wir gucken uns an, was dahinter steckt und ob man wirklich in so kurzer Zeit ein komplettes Repertoire abdecken kann. Also Weiß eröffnet mit Bauer nach D4. Schwarz hat 1000 Möglichkeiten natürlich, Sprecher 6, E6, Sprecher 6, G6 und so weiter. Aber wir spielen Bauer nach D5, halten die Symmetrie. Jetzt er weiß diverse Varianten, aber der populärste Zug ist Bauer nach C4, das sogenannte Damengambit. Wir kommen später noch zu den Alternativen. Auf Bauer nach C4 kann man wieder alles möglich machen natürlich. Bauer nach E6, Bauer nach C6, Schlagen sind so die Hauptoptionen. Aber wir spiegeln einfach den letzten weißen Zug und spielen trotz allem Bauer nach C5. Das sieht erstmal komisch aus, denn normalerweise im Schach ist es keine gute Idee, die Züge des Gegners zu lange nachzuahmen. Denn irgendwann schlägt der Gegner was und wir können dann vielleicht nicht zurückschlagen, weil die Figur gerade geschlagen wurde. Hier zum Beispiel, wenn Weiß C schlägt D5 spielt, wir würden weiter kopieren. C schlägt D4, Dame schlägt D4. Wäre es keine gute Idee, Dame schlägt D5 zu spielen, wegen Dame schlägt D5 und Dame weg. Wir müssen die Symmetrie also irgendwann brechen und das werden wir tun. Aber trotzdem, Schwarz erzeugt sehr, sehr schnell Spannung im Zentrum und sorgt direkt für einen Infight, der die Lage klärt. Wenn man sonst ja am Anfang erstmal beschäftigt ist mit langsam die Figuren raus, Königin-Sicherheit, wird hier sofort auf Konfrontation gegangen und versucht die Situation schnell zu bereinigen. Und wie es so ist mit so vielen Varianten, die früher als sehr zwielichtig galten heutzutage mit starken Computern, kann man gerade mit Schwarz sehr, sehr, sehr viel zum Laufen bringen. So, gucken wir uns an, was Weiß machen sollte. Das Gute ist, Weiß hat zwei Hauptzüge, die ineinander übergehen. Also es ist wirklich ein relativ kleines Programm. Der eine Hauptzug ist C schlägt D5 und der andere Hauptzug ist Springer nach F3. Wir fangen an mit C schlägt D5 und ich erkläre euch kurz, warum die ineinander übergehen. Nach C schlägt D5 ist der beste schwarze Zug, meiner Meinung nach, mit der Dame zurückzuschlagen. Hier gibt es eine andere Möglichkeit, die ich nur ganz kurz erwähne, könnt ihr sofort wieder vergessen, weil Nakamura sie vor kurzem einmal gespielt hat, die aber meiner Meinung nach nicht so gut ist, nämlich hier Springer nach F6 zu spielen. Aber das Problem hierbei ist, dass jetzt Bauer nach E4 gut ist für Weiß. Deckt diesen Bauern und nach Springer schlägt E4, D schlägt C5, Springer schlägt C5. Sieht erstmal nicht so schlimm aus, Springer nach C3, aber hier stehen die schwarzen Figuren falsch und Weiß hat hier schon ernsthaften Vorteil. Also ich glaube nicht, dass die Variante populär werden wird. Stattdessen spielt Schwarz Dame schlägt D5. Bringt früh die Dame raus, also bricht eine weitere Regel. Mal soll man nicht früh die Dame rausbringen, aber macht gleich weiter Druck auf das weiße Zentrum. Und hier ist die gängigste Fortsetzung. Es gibt eine Alternative, zu der auch noch kommen. Springer nach F3 und Schwarz schlägt auf D4. Das ist die absolute Hauptvariante, mit der wir uns gleich näher beschäftigen. Aber zum Verständnis ganz kurz. Was passiert, wenn Weiß mit Springer nach F3 anfängt, der andere Hauptzug? Auch hier spielt Schwarz C schlägt D4. Jetzt ist der beste weiße Zug C schlägt D5. Springer schlägt D4, Bauer nach E5 wäre nicht gut. Und Schwarz besetzt gleich die Mitte. Und Dame schlägt D4. Ist ebenfalls nicht besonders gefährlich. Jetzt Schwarz mehrere Möglichkeiten, Bauer nach E6, dann Springer nach C6. Aber es funktioniert auch sofort, Springer nach C6. Und auf Dame schlägt D5. Schlagen. Springer nach B4 mit Doppelangriff. So, wir verlieren schon wieder in den Varianten. Was wir angucken wollten, war die absolute Hauptvariante. Und die entsteht halt sowohl durch diese Zugfolge als auch durch die Zugfolge, wenn Weiß gleich C schlägt D5 spielt.
Denn hier, wie gesagt, schlagen wir mit der Dame und Weiß spielt Springer nach F3, überdeckt den Bauern und bereitet Springer C3 vor, um unsere Dame zu verjagen. Schwarz spielt C D4 und wir haben dieselbe Stellung, die auch entstehen würde. Nach Springer nach F3, C D4, C D5, Dame D5. Sprich, es ist ein sehr kleines Terrain, denn wir erreichen dieselbe Stellung über die beiden Hauptquadranten. Also, C D5, die Dame schlägt zurück und Weiß spielt Springer nach F3. Jetzt muss Schwarz schnell was tun, wenn Weiß zu Springer C3 käme und die Dame hier vertreiben, dann das Zentrum setzen, wird Schwarz schon sehr schlecht stehen. Also spielt Schwarz C schlägt D4, klärt die Lage. Wenn Weiß hier zurückschlagen würde, hätte Schwarz nicht zu viel zu befürchten, zum Beispiel Dame schlägt, Springer schlägt und wir haben eine symmetrische Struktur, das ist eh typisch für die Variante. Da ich das Schwarz hier früh Stress gemacht hat, hat er keinen strukturellen Nachteil zu befürchten, weil sich sehr häufig die D- und C-Bauern gegeneinander tauschen. Hier in dieser Stellung, wo Schwarz laufen hat, D7 spielen, typischer Zug, um Springer nach C6 vorzubereiten und hier mit dem Läufer zurückschlagen zu können, und hätte absolut kein Problem. Einfach eine ausgeglichene Stellung. Springer schlägt D4 ist noch schlechter, dann könnte Schwarz Bauer nach E5 spielen, den Springer vertreiben, die Damen tauschen und Weiß den König in die Mitte stellen lassen. Das wäre gut. Aber Weiß hat einen Trick, sonst wäre die Variante hier zu leicht. Wahrscheinlich habt ihr den Trick schon mal gesehen oder kommen sehen. Auf C schlägt D4 hat Weiß den Zwischenzug Springer nach C3. Was gemein ist, greift die Dame an. Der Bauer kann nicht schlagen, wegen Dame schlägt D5. Der muss also weg. Also gewinnt Weiß ein Tempo und danach mit dem schon wickelnden Springer kann er sich auf D4 bedienen. Das ist der Grund, warum die Variante lange als nicht gut galt für Schwarz. Aber die Sache ist nicht ganz so leicht. Die Dame muss weg und das beste Feld, was sie hat, ist das Feld A5. Fesselt diesen Springer und geht aus dem Weg. Jetzt muss Weiß den Bauern schlagen. Mit der Dame macht wenig Sinn, wegen Springer C6. Also mit dem Springer. Und Schwarz nimmt sich jetzt Einzugzeit, eine Figur zu entwickeln mit Springer F6 und wartet ab, wie Weiß reagiert. Ups. Was habe ich jetzt getan? So, sorry. Wartet ab, wie Weiß reagiert. Das ist wichtig, weil Schwarz sich noch nicht festlegen möchte, ob er Bauer nach E6 oder Bauer nach E5 spielt. Meistens Bauer nach E5, um diesem Springer einen Tritt zu geben. Tritt und Tritt. Aber manchmal geht der Bauer auch nur nach E6. Und wir sehen, Schwarz hat keine Strukturprobleme. Die Struktur ist symmetrisch. Diese Bauern haben sich schon wieder abgetauscht. Also ist das einzige Problem der ganz kleine weiße Entwicklungsvorsprung. Weiß hat schon zwei Springer entwickelt. Schwarz nur einen. Aber ist die Frage, wie viel Weiß daraus machen kann. Das hier ist die Stellung, die man aller Voraussicht nach erreichen wird mit dieser Variante. Und hier verzweigt sich der Weg. Weiß hat mehrere spielbare Züge. Und hier müssen wir ein bisschen gucken, wie wir auf die einzelnen reagieren. Zuerst sei gesagt, dass ein paar natürliche Züge schlecht sind. Bauer nach E4 geht zum Beispiel nicht. Wegen Springer schlägt E4. Mit Fesselpech. Und Läufer nach G5. Sieht gut aus, aber scheitert an. Dame schlägt G5. Die Dame kommt überraschend darüber. Also was soll Weiß tun? Die Hauptmöglichkeiten sind Bauer nach G3. Den Läufer zu 4 kettieren. Springer nach B3. Die Dame hier zu vertreiben. Und Bauer nach A3. Um Bauer nach B4 vorzubereiten und das Feld unter Kontrolle zu nehmen. Und gucken wir uns die kurz an. Der populärste Zug ist Bauer nach G3. Sieht auch sehr logisch aus, der Läufer soll nach G2 entwickelt werden, dann kurz noch gerade. Läufer soll hier Druck machen. Und Schwarz muss sich wieder entscheiden, was er mit seinem E-Bauern tut. Und nach G3 ist es richtig, Bauer nach E5 zu spielen. Diesen Springer sofort zu attackieren und ihn zu fragen, wo er hingeht. Das ist eher ein wichtiger Faktor, wie Schwarz bisschen Zeit zurückgewinnen kann. Mit Bauer nach E5 kriegt der Springer einen Tritt und Weiß kann sich nicht direkt weiterentwickeln. Der Springer geht normalerweise nach B3, könnte auch nach B5 gehen, das gucken wir gleich. Greift die Dame an und die Dame geht zurück. Jetzt nach C7. Sieht erstmal passiv aus, aber es bereitet auch Läufer nach B4 vor mit dieser Fesselung. Und diese Stellung ist okay für Schwarz.
soweit ich sehen kann. Beispiel auf einer G2, Schwarz spielt auf einer B4, sehr wichtig, nimmt die Festung hier mit. Und wenn Weiß jetzt rochiert, was er gerne machen würde, dann würde Schwarz diesen Springer beseitigen. Das ist wichtig, bevor der irgendwo hinspringen kann. Läufer schlägt C3, Bauer schlägt. Jetzt den Bauern zu schlagen, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Dann Läufer A3, Turm C1. Kann man nicht bringen. Also, kurze Rochade. Weiß das Läuferpaar, aber Schwarz steht sehr kompakt. Der Turm geht nach D8, gewinnt ein Tempo. Der Springer kommt nach C6 raus. Der Läufer geht nach E6. Weiß hat die Bauernschwäche auf C3. Und Schwarz hat hier nicht viel zu befürchten. Natürlich geht die Partie weiter, aber die Störung ist absolut spielbar für Schwarz. Wenn Weiß das nicht möchte, kann er hier Läufer nach D2 probieren. Mit der Absicht, auf C3 mit dem Läufer zurückzuschlagen. Aber das verliert ein bisschen Zeit und jetzt ist Schwarz nicht gezwungen, den Läufer herzugeben. Jetzt kann Schwarz rochieren, Rochade und sich entwickeln, Springer nach C6. Und auch hier wieder, Struktur ist symmetrisch. Schwarz hat im Zentrum sogar ein bisschen mehr Platz. Schwarz platt Turm nach D8 und den Läufer raus. Es sind keine großen Probleme zu sehen. In der Praxis wird hier meistens Turm nach C1 gespielt. Schwarz spielt Turm nach D8, fesselt den Läufer. Die Dame geht aus dem Weg, Dame nach C2. Schwarz entwickelt sich mit Läufer nach E6. Turm soll nach C8. Läufer G5 gab es in ein paar Partien. Unter anderem von Mamed Jarov. Alles kann Schwarz ignorieren. Trotzdem Turm A nach C8 spielen. Läufer schlägt F6. G schlägt F6. Würde zwar den schwarzen König ein bisschen schwächen, aber auch das schwarze Zentrum stärken. Das ist keine Gefahr. Ebenso wenig wie Springer nach E4, Läufer nach E7. Schach ist ausgeglichen und Schwarz hat alle Figuren draußen. Also ein völlig akzeptabler Ausgang der Eröffnung. Das Bauer nach G3, wie gesagt, der meistgespielte Zug. Wichtig für Schwarz ist dann Bauer nach E5 zu spielen. Weiß hier schnell zu beschäftigen, den Springer zu kicken. Wie gesagt, meistens geht er nach B3. Er könnte auch nach B5 gehen, um hier einen Schach zu geben. Da hat Schwarz mehrere Möglichkeiten, aber am aktivsten scheint mir zu sein, Läufer nach B4 zu spielen. Fesselt hier wieder und droht damit, Dame schlägt B5. Also Läufer G2, Dame schlägt B5. Wäre nicht so schlau. Das heißt, der konsequente Zug jetzt Springer nach D6 Schach. Jetzt will Schwarz nicht schlagen. Dame würde zurückschlagen. Könnte nicht rochieren. König muss in die Mitte. König nach E7. Aber Schwarz hat viel Zeit gewonnen. Springer schlägt C8. Turm schlägt C8. Macht Druck auf diesen Springer. Wenn Weiß ihn entfesselt mit Läufer nach D2, dann kann Schwarz überraschenderweise gut hier schlagen. Auf Läufer schlägt C3. Gewinnt schon Turm schlägt C3. B schlägt C. Dame schlägt. Turmpech. Deshalb müsste der Bauer zurückschlagen. Jetzt ein weiterer kleiner gemeiner Zug. Das müsst ihr euch schon nicht mehr merken. Aber um zu zeigen, dass man kein völliger Quatsch ist. Dame nach D5. Greift den Turm an. Fenderläufer nach G2. Weiß das Läuferpaar. Aber Schwarz ist sehr aktiv. Weiß muss es F3 spielen oder einen komischen Zug. Und dann gibt es mehrere gute Züge. Computer sagt Dame nach C5. Hier Rochade verhindern. Figuren raus. Wieder alles in Ordnung. Vielleicht bessere Option ist, Läufer nach G2 zu spielen, hier den Kollegen auf C3 zu ignorieren. Dann sollte Schwarz nicht zu gierig sein, nicht hier schlagen, sondern einfach die Figuren entwickeln. Mit Springer nach C6. Kurze Rochade. Und Turm nach D8. Der Dame einen Tritt geben. Der hat kein tolles Feld, weil der Springer hier entspringen kann. Die Schlange ist kompliziert, aber nach wie vor akzeptabel für Schwarz. Sperrt DB5 schon relativ selten. Sperrt B3 wird so gut wie immer passieren. Damit C7. Das ist die Stellung, die man meistens kriegt. Aber auch sperrt DB5. Eine Option, die man auf dem Zettel haben muss. So, das Bauer nach G3. Der am meisten gespielte Zug. Aber wahrscheinlich der kritische Zug. Kritischer ist vielleicht Springer nach B3. Das hat Carlsen vor kurzem gespielt. Gegen Nakamura. Und die Dame muss sich wieder zurückziehen. Sie geht, wie wir es schon kennen, nach C7. Und Schwarz möchte die Figuren wickeln. Springer häufig nach C6. Die Entscheidung ist auch wie immer häufig. Bau nach E6 oder Bau nach E5. Kommt ein bisschen darauf an, was Weiß jetzt zieht. Und dann mal gucken, wo der Rest hin soll. Der weiße Entwicklungsvorsprung ist nicht mehr groß. Der Springer steht auf B3 jetzt auch nicht so aktiv. Der logische Zug ist hier Bau nach E4. Jetzt, wo der Trick mit Schlagen nicht mehr geht, das Zentrum besetzen und Schwarz spielt Springer nach C6. Warte jetzt ein bisschen ab, wohin der weiße Läufer geht, um sich zu entscheiden, wo der Bauer hingeht. Je nach Läufer E2 zum Beispiel
geht der Bau nach E5, weil Läufer jetzt nicht so viel Druck macht, hier auf F7 zum Beispiel. Kurz Rochade und Läufer nach E6, das ist die Partie. Kasen gegen Nakamura, da folgte Springer nach D5. Aber jetzt noch Läufer schlägt D5, E schlägt D. Und Turm nach D8. Mit Fesselung hat Schwarz schon eine bequeme Stellung. Ich glaube, in der Partie kam Läufer nach F3. Nakamura spielte Bau nach E4, um sofort die Lage zu klären. Computer sagt auch Läufer nach E7, ist ja ein guter Zug. Weiß klebt an dieser Fesselung. Schwarz bereitet Rochade vor. Wieder kein Problem. Wenn der Läufer hier woanders hingeht, sagen wir nach C4, dann ist es schlauer, Bau nach E6 zu spielen, weil der Läufer jetzt hier Druck machte auf diese Felder. Und das neutralisieren wir mit Bau nach E6. Kurz Rochade und Läufer nach B4. Rochade. Wieder ist ein Thema, auf C3 zu schlagen, dem Weißen hier seine Struktur ein bisschen zu versauen. Und die Stellung ist wieder absolut spielbar. Der letzte Zug, den der Kompi sagt, ist Läufer nach B5. Hier direkt zu fesseln. Auch dann sollte Schwarz Bau nach E6 spielen, weil auf E5 Springer nach D5 nervt. Rochade und jetzt Läufer nach D7 sich hier entfesseln. Sieht ein bisschen passiv aus, aber die schwarzen Figuren kommen raus. Der Läufer geht nach D6, kurz Rochade. Bau nach A6 bei Bedarf. Und ich sehe auch hier keinen Grund für besondere Besorgnis. So, wir wiederholen einmal von Anfang an. Bau nach D4, Bau nach D5, Bau nach C4, Bau nach C5. Weiß schlägt, die Dame schlägt. Der Springer geht nach F3. Schwarz schlägt. Springer nach C3. Der Trick, ohne diesen Trick kann Weiß gar nichts. Dame nach A5. Springer schlägt D4, wieder der einzig sinnvolle Zug. Springer nach F6, das ist wichtig, hier nicht sofort E5 zu spielen, sondern erstmal den Springer zu entwickeln. Hier diese Felder im Blick zu behalten. Und jetzt hat Weiß verschiedene Möglichkeiten. G3 haben wir angeguckt. Springer B3 haben wir angeguckt. Der letzte Zug, auf den Kompi hinweist, ist Bau nach A3. Trickreicher kleiner Zug. Nimmt dieses Feld unter Kontrolle. Wir haben ja schon ein paar Varianten gesehen, dass der Läufer hier hinging. Bereitet Bau nach B4 vor. Hier ist es am besten, mit Schwarz wieder Bau nach E5 zu spielen. Dem Springer einen Tritt zu geben. Der Springer geht nach B3. Die Dame geht nach C7. Und jetzt der beste weiße Versuch, hier schnell Läufer nach G5 zu spielen. Jetzt deckt die Dame das Feld ja nicht mehr, um hier zu schlagen und Springer D5 zu spielen. Und hier, die Stellung wurde schon mehrfach gespielt. Schwarz spielt immer Läufer E6, selbst auf Top-Niveau. Wonach er aber schlechter steht. Nach Läufer steht F6, G schlägt F. Und Springer nach D5. Muss Schwarz ein bisschen leiden. Deshalb, Neuerung, nur hier auf Janistan TV. Läufer nach E7 ist ein besserer Zug, um hier mit dem Läufer zurückschlagen zu können. Kurz zu rochieren und ich sehe mal wieder keine Probleme. Auf Turm nach C1 kommt Springer nach C6. Wenn hier geschlagen wird, schlägt der Läufer zurück. Springer D5, die Dame geht nach D6. Als nächstes folgt kurz Rochade. Weiß um mehrere Möglichkeiten, aber nichts, was besonders gefährlich ist. Turm C1 immer Springer nach C6. Computer sagt G3. Dann Rochade. Läufer nach G2. Und Springer nach C6. Und dann kommen die Figuren raus. Turm nach D8, Läufer nach E6 oder nach F5. Möglichst nicht nach E6, wenn es die Dame einstellt. Aber zum Beispiel auf Springer D2. Folgt Läufer nach E6. Und das schwarze Läuferpaar und der leichte Raumvorteil kompensieren die Schwäche der weißen Felder. Also Bau nach A3 werdet ihr selten sehen, aber ich wollte es erwähnen, weil es der erste Vorschlag des Computers ist. Und manche Leute da draußen am Computer. Normalerweise, wenn man diese Stellung erreicht gegen guten D4-Spieler, wird er G3 spielen. E5, Springer B3, Dame C7, Läufer G2 und Läufer B4. Und die Stellung scheinbar absolut okay zu sein für Schwarz. So, das waren tatsächlich schon die absoluten Hauptvarianten hier im Schnelldurchlauf. Wir fangen nochmal von vorne an und ich zeige euch ein paar Nebenvarianten. Bau nach D4, Bau nach D5, Bau nach C4, Bau nach C5, C schlägt D5, Dame schlägt D5. Wer weiß hier, sich dafür entscheidet sofort die Spannung aufzuheben, das ist ja harmlos. Steht Schwarz sogar schon ein bisschen besser, Dame schlägt D1, König schlägt D1. Und diesen Bauern holt Schwarz sich immer zurück. Bau nach E6 zum Beispiel, greift ihn hier an auf Bau nach B4. Typische Sprengung mit Bau nach A5. Hier steht Schwarz schon besser, Läufer nach E3. Springer nach D7. Ist auch nicht gut.
Also D/C5 ist kein ernsthafter Zug. Was ein ernsthafter Zug ist, ist Bauer nach E3. Das ist gar nicht dumm. Weiß möchte wieder mit Springer C3 das Tempo mitnehmen und nach C/D hier E/D spielen. Dann die Isolani-Struktur spielen, in der Schwarz ein bisschen Zeit verloren hat. Das werdet ihr selten sehen, aber ist aus meiner Sicht einer der besten Versuche für Weiß. Weil hier C/D, Springer nach C3, die Dame geht irgendwo hin. E/D, das ist eine gute Isolani-Stellung für Weiß. Das wollen viele nicht, weil sie keine Isolani-Stellung haben wollen. Aber das könnte ein bisschen unangenehm sein. Nicht schlimm, aber hier könnte Weiß ein bisschen Druck haben. Schlauer ist es, hier zu spielen wie Mamedjarov und mit E6 anzufangen. Die Spannung aufrechterhalten. E6, Springer nach C3 und jetzt mit der Dame ganz zurück nach Hause. Der Punkt ist, dass Schwarz hier außen möchte, wann er diese Isolani-Struktur spielt. Möchte er Springer F6 spielen, dann läuft er E7 und dann mal gucken. Hier gibt es ein paar Feinheiten, aber grundsätzlich D/C5 ist nie ein Thema, wegen Tauschen. Springer F3 werden die Leute spielen, dann Springer F6. Und jetzt haben wir eine sehr ähnliche Stellung zum angenommenen Damengambit. Nach Läufer C4 zum Beispiel, Bauer nach A6, wählen wir im angenommenen Damengambit. Aber Weiß hat den Springer schon nach C3 gestellt, was er im angenommenen Damengambit häufig nicht will. Da will er lieber rochieren anstelle von Springer C3. Weil hier Bauer nach A6, Bauer nach B5 und der Springer kann manchmal einen Tritt kriegen mit Bauer nach B4. Das gilt als ziemlich okay für Schwarz. Besserer Zug ist deshalb Läufer nach D3, um diesem Tempo mit A6, B5 auszuweichen. Und hier ist der beste Zug, der selten gespielt wird, aber am stärksten ist Läufer nach E7. Immer noch die Spannung aufrechterhalten. Kurze Rochade. Und auf D/C hat man dann häufig die Idee, nicht um Läufer zurückzuschlagen, sondern den Springer dahin zu bringen. Springer BD7. Deshalb legt Schwarz sich auf nichts fest, nicht auf Springer C6, nicht auf C/D4. Auf B4 kommt wieder A5. Und bei Schwarz wieder alles noch. Hier gibt es auch andere Züge für Weiß, aber das scheint mir wieder sehr, 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 ich kann nicht gut sprechen, sehr, sehr, sehr spielbar zu sein. Trotzdem, Bonner E3 unterschätzt der Zug. Den wird keiner spielen, weil alle Leute Springer F3 und Springer C3 spielen, was auch natürlicher aussieht. Aber Bonner E3 ist ein trickreicher kleiner Zug. Kommen wir noch ganz kurz zu den anderen Nebenvarianten. Springer F3, habe ich schon erzählt, ist auch häufig gespielt, aber nach C/D4 hat Weiß halt nichts Besseres als C/D5 und nach Dame/D5 sind wir wieder da. Aber das ist keine eigenständige Variante. Bauer nach E3 ist möglich, gibt Schwarz ziemlich freie Wahl, welche Stellung er spielen möchte. Aber es kann zu anderen Varianten übergehen. Zum Beispiel nach C/D, E/D, Springer F6, wenn wir im sogenannten Panov-Angriff der Karo-Kann-Verteidigung, was jetzt nicht als die gefährlichste Variante gilt, aber es wäre was anderes. Wenn Schwarz eigenständig hier spielen will, ist nach E3 wahrscheinlich Springer nach F6 der beste Zug. Und Weiß hat mehrere Möglichkeiten, aber nichts besonders Gefährliches. Auf C/D5, Springer/D5, hier geschlagen wird, Pawn nach E6, holt den Bauern meistens zurück. Und nach Springer C3 hat Schwarz wieder diverse Möglichkeiten. Er könnte auch hier wieder auf C4 schlagen, E6 spielen und sagen, der Springer steht auf C3. Nicht ideal für diese Art Stellung. Also Bauer nach E3, danach kann Schwarz machen, was er möchte. E6, Springer F6, C/D4. Aber ist ein eigenständiger Zug. Und ein eigenständiger Zug, der selten gespielt wird, der aber recht schlau ist, ist Springer nach C3. Wird auch so gut wie nie gespielt, aber ist nicht dumm. Danach könnte Schwarz, wenn er wollte, mit Bauer nach E6 in die Tarasch-Verteidigung übergehen. Aber das wollen wir nicht machen. Er könnte auch in das sogenannte Schacher-Hennig-Gambit übergehen. Schlagen und Springer C6. Also so ähnlich wie der weiße Trick, nur ein paar Tempi weniger. Das ist eine Variante, die spielbar ist, aber wollen wir auch nicht. Eine Abart der Tarasch-Verteidigung. Der beste Zug, um das Repertoire auch sehr klein zu halten, hier ist Springer nach F6, meiner Meinung nach. Wonach der sinnvollste Zug für Weiß C/D5 ist. D/C/D4 ist schlecht. Jetzt E3 ist auch nicht mehr so gut. Dann schlägt und G6 eine gute Variante. Ah, nee, ich rede Quatsch. Auf E3 spielen wir wieder Springer C6. Sorry, ist zu gut gestanden. Also Springer nach C3 ist ein ernsthafter Zug. Springer F6 und jetzt C/D5. Denn hier funktioniert der schwarze Trick nicht. Mit C/D4, jetzt können wir hier nicht schlagen. Und hier Springer nach C6. Dame nach D1 bringt uns nichts. Denn Weiß hätte dank seines Mehrtempi den Bauern verteidigt. Also
Das ist nicht die Lösung. Stattdessen muss Schwarz hier zurückschlagen. Springer Stich D5. Und jetzt ist der beste Weißzug Springer F3. Wonach Schwarz sich wieder überlegen kann, ob er in irgendeine andere Variante übergehen will. Zum Beispiel für die Grünfeld-Indisch-Fans. Das wäre Grünfeld-Indisch verrückterweise. Für die Semitarash-Fans. Auch das hier ist eine bekannte Variante. Aber wenn man es eigenständig halten möchte, nach Springer F3, kann Schwarz auch hier wieder sehr direkt spielen. C schlägt D4, Dame schlägt D4 und Springer schlägt C3. Die Dame schlägt auf C3 zurück und der Springer geht nach C6. Das war über eine andere Zugfolge die Stellung aus der Partie Ding gegen Nakamura, gerade gespielt bei Norway Chess. Was ebenfalls eine absolut spielbare Variante für Schwarz ist. Die Struktur ist wieder symmetrisch, wieder sehr typisch. Die ganzen D- und C-Bauern sind weg. Und es geht wieder darum, ob Schwarz seine Figur nicht schnell rauskriegt. Bauer nach E4 ist der kritische Zug. Jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Man kann Läufer D7 spielen und Turm C8. Dann kann man später A6, was auch nicht schlecht ist. Verhindert Läufer nach B5. Und plant als nächstes den Bauern zu ziehen. Und unauffällig Läufer nach B4 zu drohen. Weiß hat hier ein paar Möglichkeiten, aber nichts, was, soweit ich sehen kann, besonderen Vorteil bringt. Der Computerzug ist Bauer nach A3, gleich das Feld hier decken. Und dann hat Schwarz noch Zeit, den Läufer erst zu entwickeln. Dann Turm C8 zu spielen, E6. Alles recht spielbar. Läufer nach E2 war die Partie. Dann Bauer nach E5. Droht so. Und Schwarz steht schon völlig in Ordnung. Bauer nach A3, Läufer nach D6. Also das war Springer C3. Ein sehr seltener Zug. Aber kein so dummer Zug. Den muss man auf dem Zettel haben, wenn jemand mit Weiß gut vorbereitet ist. Dann Springer F6 und sich überlegen, welche Varianten wollen wir übergehen. Als letztes gibt es natürlich für Weiß die Möglichkeit, auf C5 den Bauern zu schlagen. Wonach Schwarz erneut eine Wahl hat. Der ambitionierteste Zug wäre Bauer nach D4. Hier Raum gewinnen, dann Springer C6, E5. Aber das macht die Stellung relativ kompliziert. Das ist okay, aber die Jahre hat schon so gespielt. Aber einfacher ist es, Bauer nach E6 zu spielen, um sich diesen Bauern hier schnell zurückzuholen. Weiß kann er nicht gut verteidigen, Bauer nach B4 stellt den Turm ein, Dame nach F6, vielleicht ein Trick, den ihr so oder ähnlich schon mal gesehen habt. Läufer nach E3 ist sehr clumsy, ist spielbar, aber auch hier holt Schwarz sich den Bauern zurück, zum Beispiel mit Springer F6, Springer F3 und Springer BD7. Der Läufer steht ein bisschen dumm auf B4, kommt jetzt wieder A5. Sprengt hier diese Kette. Also das ist kein Problem. Und für die Fans von billigen Tricks. Naheliegend ist der Zug C schlägt D5 nach E6. Jetzt können wir Läufer schlägt C5 spielen. Dann so tun, als hätten wir hier D schlägt E6 übersehen. Aber Schwarz gewinnt die Dame. Kennt ihr vielleicht aus wirreren Versionen von YouTube-Videos. Aber hier ist der Trick in gute Züge eingebettet. Was es ja nochmal schöner macht. Und das funktioniert tatsächlich. Auf Dame nach C2 kommt Dame nach B6 und dann E schlägt D5. Auf Springer C3 spielt Schwarz Springer F6. Jetzt gewinnt T steht E-Lauf F2 nicht mehr die Dame. Aber nach Dame D1 Lauf schlägt E6 hat Schwarz sehr gutes Spiel. Und auf Bauer nach E4 E schlägt D5. Hat Weiß zwar einen Bauern mehr, aber wird nicht sehr glücklich werden, weil Schwarz so aktiv ist. Turm E8 Schach, Springer G4. Schön, schon besser für Schwarz. Danach B6 liegt auch in der Luft. Also D schlägt C5 ist kein besonders ernstzunehmender Zug. Und die einfachste Lösung ist Bauer nach E6. So, das war es tatsächlich schon mit D4, D5, C4, C5. Also, wenn ihr auf der Suche nach einer direkten Variante gegen das Damengambit seid, D4, D5, C4, C5 könnte eine Waffe für euch sein. Aber ich habe gesagt, wir machen ein Komplettrepertoire gegen D4 und nach D4, D5 hat Weiß natürlich andere Züge als Bauer nach C4. Und das Schöne ist, dass unser Plan, Bauer nach C5 zu spielen, gegen die meisten Sachen funktioniert. Zum Beispiel Springer F3, populärer Zug von Leuten, die keine Angst haben wie vor Bauer nach C4, Bauer nach E5 oder was auch immer. Oder vor dem angenommenen Damengambit. Die fangen auch wie mit Springer F3 an oder auch sondern Systemspieler, die Läufer F4 spielen wollen, aber erstmal Springer F3 machen, können wir bequem mit Bauer nach C5 beantworten, wie wir es schon kennen. Denn hier ist der beste weiße Zug Bauer nach C4.
Und Zukunftschancenfüchse werden sich entsinnen. Hier sind wir wieder in unserem Buch. Alternativen, Nachbau nach C5 sind nicht furchteinflößend. Londoner System geht schon nicht mehr gut. Läufer F4, C schlägt D4. Schon gut für Schwarz. Sprenger schlägt D4. Sprenger BD7 droht E5. Und die Londoner Typen haben nicht ihre Struktur. Bauer E3 kann Weiß natürlich spielen, aber damit mault er seinen Läufer ein und spielt im Prinzip freiwillig. Mit Schwarz jetzt Sprenger F6 oder Sprenger C6. Schwarz steht bequem. Bauer nach C3 ist machbar, dann hat Schwarz wieder breite Wahl. Er könnte C schlägt D und Sprenger F6 spielen, dann wären wir in slawisch Abtausch, was recht harmlos ist. Aber wenn Schwarz das nicht möchte, kann er ja auch einen ambitionierteren Zug spielen. Wie Sprenger F6 oder mein Favorit Bauer E6 deckt den Bauern. Und jetzt auf Londoner System können wir sofort auf Läufer F4, Läufer D6 spielen. Was gleich ein ganz guter Aufbau ist. Zum Beispiel Läufer G3, Sprenger F6, E3, Rochade. Wie spielen die Londoner Leute? Sprenger BD2. Hier haben wir noch nicht Sprenger C6 gespielt. So ist hier Sprenger Dame nach C7 guter Zug. Und dann Sprenger B nach D7. Mit der Absicht E5 zu spielen. Das ist ein sehr, sehr solider Plan. Das ist im Schnelldurchlauf. Bau nach C3 werden nicht besonders viele Leute hier spielen. Aber nur um zu zeigen, dass C5 auch nach Sprenger F3 wunderbar funktioniert. Schlagen. Wie gehabt, Bau nach E6 gewinnt diesen Bauern. Ziemlich flink zurück. Noch besser ist, dass wir die London-Leute auch nach sofortigem Läufer F4 mit C5 unter Druck setzen können. Wir spielen London-Leute. Wir spielen E3 oder C3. Normalerweise erst E3, weil sie auf D4 mit dem Bauern zurückschlagen wollen. Wenn sie C3 spielen, kommt sofort Dame nach B6. Was schon lästig ist und Druck aufs Zentrum macht. Das ist schon sehr bequem für Schwarz. Also, sie spielen meistens E3. Hier haben wir auch nicht den Sprenger F6 gestellt. Jetzt Dame B6 nicht so gut wegen Sprenger nach C3. Also entwickeln wir den Springer. Sprenger nach C6. D schlägt C5, geht nicht wegen E5. London Spieler würden C3 spielen. Und hier können wir, wieder weil wir noch nicht Sprenger F6 gespielt haben, ein bisschen mehr Druck machen, indem wir sofort Dame nach B6 spielen. Greift den Bauern hier an. Jetzt geht kein Sprenger C3 mehr, wie ich eben gesagt habe. So sollte Weiß entdecken. Meist machen die Dame nach B3, um hier die Damen zu tauschen. Jetzt ist Bauer nach C4 ein starker Zug. Diese Endspiele sind immer gut für Schwarz. Dame schlägt B6, A schlägt B6. Hat man sofort den Plan B5, B4 hier Druck zu machen. Computer sagt, Schwarz steht schon deutlich besser. Das ist der kritische Zug Dame nach C2. Aber hier, lustigerweise, blinkt der Computer auf und sagt, hier können wir aggressiv spielen. Bauer nach E5. Wenn er geschlagen wird, Läufer nach F5. Macht sehr, sehr viel Stress. Die Dame kann hier nicht schlagen. Denn dann gewinnt Dame, schlägt B2. Also muss die Dame zurück. Und der Stress geht weiter. Schwarz spielt Bauer nach G5. Greift den Läufer an. Wenn der Läufer hier schlägt, kommt Springer, schlägt E5. Der Springer springt hier rein. Steht Schwarz schon deutlich besser. Und auf Läufer nach G3. Hier gibt es ein paar Blitzpartien von unserem lieben Freund Matthias Blühbaum. Bauer nach H5. Macht Schwarz gleich weiter Stress. Und Weiß steht schon ein bisschen unkoordiniert. Und gerade Londoner Systemspieler, die ihren Bauern auf D4 haben wollen und die ersten 100 Züge Tempo machen, werden sich hier nicht sehr wohl fühlen. Dazu kommt, dass die schon gut für Schwarz ist. Also was wollen wir mehr? H3, Läufer G7, Springer F3. Blühbaum spielt immer G4. Mein Computer sagt, Springer nach H6 ist noch stärker, um H4 und dann G4 zu spielen. Und hier bei Bedarf mit Springer zurückzuschlagen. Und Weiß steht schon sehr, sehr unter Druck. Also ich weiß nicht, es war vielleicht ein bisschen schnell. Ich wollte hauptsächlich anpreisen, dass diese Zugfolge mit frühem C5 auch sehr große Vorteile hat gegen Londoner Systemspieler, um die hier sofort unter Druck zu setzen, damit sie nicht ihr gewohntes E3, C3, Sprenger F3, Sprenger BD2 spielen können. Sie können sofort Sprenger F3 spielen hier natürlich. Aber dann hat Schwarz eine gute Bonusoption, nämlich sofort Läufer nach G4 zu spielen, hier zu fesseln, dann E6, Läufer D6 bei Bedarf. Erneut. Keinerlei Probleme. So. Ich war relativ schnell, das war es fast schon. Bauer nach D4, Bauer nach D5. Was kann Weiß Maut noch machen? Verisov, Sprenger nach C3. Jetzt ist Sprenger nach F6 natürlich ein guter Zug.
Aber auch hier können wir, wenn wir unserem Programm treu bleiben wollen, Bau nach C5 spielen. Wer weiß, hier schlägt. Ist wahrscheinlich am besten, Springer F6 zu spielen und D4 noch in Reserve zu behalten, um auf D4 nicht mit Springer E4 konfrontiert zu werden. Springer F3, Springer C6. Den Bauern gewinnen wir zurück. Der Springer auf C3 steht nicht gut. Ist eine Art Chicory mit vertauschten Farben. Aber der Computer sagt hier schon, dass Schwarz etwas besser steht. Also keinerlei Problem. Der beste Zug nach Springer C3, C5 ist Bau nach E4. Jetzt haben wir eine Art Albins Gegengambit mit vertauschten Farben. Aber ist auch egal, wie wir es nennen. Es funktioniert für es funktioniert für Schwarz ziemlich gut. Bau nach D5, Springer F6. Schwarz am Bau mehr. Okay, Weiß hat hier ein paar Züge, aber nichts, was irgendwie beeindruckt. Springer E2, Springer Bau nach E6. Löst sofort das Zentrum auf. Dame nach E2 wird manchmal gespielt, um irgendwie Läufer rauszuspielen und dann lang zu rochieren. Aber hier hat Schwarz ebenfalls eine bequeme Stellung. Kann sogar diesen Bauern schlagen. Und ich glaube, die fangen erst mit Läufer F4 an wahrscheinlich. Läufer F4. Bau nach A6 jetzt ein schlauer Zug, um Springer B5 zu verhindern. Und jetzt Dame nach E2. So spielen sie. Jetzt Bau nach G6. Lange Rochade, Lauf nach G7. Wieder kein Problem. Schwarz entwickelt sich schnell. Das ist schon ihr bisschen abseitig. Was ich sagen will ist, ihr könnt so ziemlich auf alles Bau nach D5 und im nächsten Zug Bau nach C5 spielen. Und müsst nichts anderes gegen D4 lernen. Easy peasy. Natürlich sind die Stellungen, wir haben sie ja am Anfang behandelt, dann auch nicht tot und Leben geht weiter. Aber die Variante ist seriöser, als sie auf den ersten Blick wirkt. Deshalb spielen sie ja auch die Mamadiara aus Nakamuras der Welt. Und man kann damit mit sehr kleinem Aufwand, glaube ich, ein vernünftiges Repertoire nach D4, D5. Beziehungsweise Nachbau nach D4 sich zusammenschustern. Wo man halt echt sehr, sehr wenig wissen muss. Noch einmal die Hauptvariante. Bau nach D4, Bau nach D5, Bau nach C4, Bau nach C5. Beste Zug ist C schlägt D5. Die Dame schlägt zurück. Springer F3. Der Bauer wird geschlagen. Springer nach C3. Dame geht zur Seite. Springer schlägt D4. Springer F6. Der Zug ist noch wichtig, sich zu merken. Und danach tatsächlich relativ Common Sense. Wenn die Dame angegriffen wird, geht sie weg. Meistens möchte Schwarz E5 spielen und Läufer nach B4. Der Hauptzug ist Bau nach G3. Der Bauer geht nach E5. Der Springer greift die Dame an. Die Dame weicht aus. Der Läufer geht raus. Schwarz fesselt den Springer. Jetzt, wenn Weiß Läufer D2 spielt, dann schlagen wir ihn nicht, sondern wickeln uns. Rochade, Springer C6, Turm D8. Wenn Weiß rochiert, dann schlagen wir ihn. Und sagen, du hast das Läuferpaar, aber ich habe bequemes Spiel. Turm D8, Springer C6, Läufer E6. Und Schwarz steht völlig in Ordnung. So, wo stehen wir auf der Uhr? Unter 40 Minuten sogar. Ein komplettes Schwarzrepertoire. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin sicher, irgendwelche Züge haben wir nicht behandelt. Aber ich glaube, die ganzen Hauptoptionen nach D4, D5 sind wir durchgegangen. Also, C5 auf alles. Fertig. Vielen Dank für Erfolg mit D4, D5, C4, C5.